Hallöchen, Freunde. Servus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir die Chefin hier so ein bisschen veräppelt. Was ist mit dir denn los? Morkon? Okay, kein Plan. Little bit veräppelt. Was ich gerade mal kurz gucken wollte, wir haben jetzt... Wir brauchen eine Intelligenz, brauchen wir hoch. Eine Intelligenz brauchen wir auch für Taschendiebstahl. Ach, für Schlösser knacken. Ne, wir können schon Schlösser knacken. Stimmt. Wir müssen noch Schlösser knacken lernen. Zwischendurch mal. Stimmt, da war was. Müssen wir jetzt nach Khan, ne? Nach Genghis Khan. Ich glaube auch nicht. Ich gehe einfach mal da hinten hin. Stimmt, die war oben. Warte mal, ging es nicht hier hinten irgendwo nach oben? War die nicht an diesen Blutdingern? War die oben oder war die unten? Bei meinem Glück war sie oben. Sehr gut. Stimmt, die alte war das, genau. Mir wurde erzählt, dass du Zarina von unserer Spur weggelockt hast. Was mit dem Händler passiert ist, tut mir leid. Aber es gab keinen anderen Weg. Du hast dafür gesorgt, dass die Morkons noch eine Chance haben. Dafür danken wir dir. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Das wirst du nicht. Dafür sorgen wir schon. Es gibt da etwas... Ich weiß, das ist viel verlangt, aber du bist in einer einzigartigen Position, uns helfen zu können. Du bist kein Morkon, aber hast dir das Vertrauen Zarinas verdient. Wir brauchen einen Maulwurf. Jemanden innerhalb der Morkons, der unsere Ideale vertritt. Du hast bereits einmal bewiesen, dass du das tust. Wir würden dich in unseren inneren Zirkel aufnehmen. Wärst du bereit, unser Maulwurf zu werden? Angenommen, ich würde es tun. Was bedeutet das für mich? Du bist kein Morkon. Was bedeutet, du wirst dich mit Khan gutstellen müssen. Du wirst tun müssen, was er sagt. Sonst wirst du niemals die Chance haben, einer von uns zu werden. Und als Außenseiter können wir dich nicht als Maulwurf gebrauchen. Ich will mich denen gar nicht an... Also den Morkons irgendwie gar nicht anschließen. Schwierig, ich will mich denen gar nicht anschließen. Aber wenn ich das jetzt nicht annehme, werde ich das definitiv vergessen. Ich halte das mal im Hintergrund. Warte mal, warte mal, warte mal. Test. Jo, machen wir mal Test hier. Dumm die dumm. So. So. Dann gehen wir einmal... nach Khan. Der war unten, richtig? So, moin, moin. Können wieder aufstehen. Okay. Ich habe Tengis Aufgaben erledigt. Gut. Wir haben deine Entlohnung bereits zurückgelegt. Wenn du jetzt noch Zarinas Vertrauen gewinnst, wird Khan erneut das Wort an dich richten. Gelobt sei Ravak. Ich habe Zarinas Vertrauen gewinnen können. Das spricht für dich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sie nicht leicht zu überzeugen ist. Nimm dies als Zeichen unserer Anerkennung. Herr mit der ausgezeichnete Kohle. Arbeit. Ich will mit Khan sprechen. Lass mal sehen. Wie du mir berichtet hast, ist Tengis zufrieden mit deiner Arbeit. Das ist gut. Zarina scheint dir zu vertrauen. Das spricht für dich. Das sollte ausreichen. Geh zu Khan. Er wird seine Worte an dich richten wollen. Ich glaube, ich speichere nochmal.
Weil jetzt wird wahrscheinlich entschieden, ob ich den beitrete, glaube ich, ne? Du hast das Vertrauen von Tengis und Sarina gewinnen können. Als Belohnung werde ich genug Worte opfern, um dir zwei deiner Fragen zu beantworten. Wähle weise. Wegen meiner zwei Fragen. Was genau ist Ashisha und wer ist Ravak? Gibt es Morgons, die nicht an Ravak glauben? Ich habe keine Fragen mehr. Was genau ist der Stillstand? Der Stillstand ist ein System. Etwas, das dafür sorgt, dass wir überleben. In den Zeiten, in denen wir hier unten eingesperrt waren, war es wichtig, ein System zu haben. Nimm zum Beispiel die Nahrung. Es muss immer genauso viel Nahrung geben, wie es Menschen gibt, die essen wollen. Dieses Gleichgewicht nennen wir dann den Stillstand. Ein Mensch mehr und es gäbe zu wenig Essen. Ein Mensch weniger und wir hätten zu wenig Arbeitskräfte. Der Stillstand ist eine filigrane Maschine, die nicht aus dem Gleichgewicht geraten darf. Seitdem die Tore geöffnet wurden, ist dies allerdings schwerer geworden. Das war die erste Frage. Hast du noch eine weitere? Klingt total dämlich. Gibt es Morkons, die nicht an Ravak glauben? Die gab es mal. Aber das sind dunkle Zeiten, an die sich heute niemand erinnern kann, der noch alt genug wäre. Es gab einst einen anderen Gott neben Ravak. Sein Name war Kriton. Aber dieser Name hat alles Göttliche verloren. Er steht für einen Konflikt, der beinahe das Ende der Morkons eingeläutet hätte. Am besten vergisst du ihn schnell wieder. So, das waren deine zwei Fragen. Allerdings bin ich noch nicht fertig mit dir. Ich habe eine Aufgabe für dich. Erledige sie zu meiner Zufriedenheit. Und ich werde dir eine ganz besondere Ehre zuteilwerden lassen. Außerdem erlaube ich es dir, deinen Platz in den Reihen der Morkons einzunehmen. Nun aber genug der Worte. Ich werde mich nun wieder zurückziehen. Du hast den großen Khan gehört. Alles Weitere werde ich dir erklären. Khan hat von einer Aufgabe für mich gesprochen. Worum geht es? Khan sieht großes Potenzial in dir. Er hat schon lange jemanden gesucht. Vielleicht ist die Suche endlich vorbei. Aber eine Prüfung gibt es noch zu bestehen, bevor Khan dir die größte aller Ehren zukommen lassen kann. Von welcher Ehre reden wir hier? Das wirst du erfahren, wenn Khan dich tatsächlich als würdig ansieht. Wie sieht diese Prüfung aus? Khan möchte testen, ob du die Werte der Morkons auch wirklich vertrittst. Dazu sollst du Vlad bei seiner Arbeit helfen. Er wird auf dich warten. Geh zu ihm, wenn du bereit bist, aufzubrechen. Ich bin bereits bei Vlad gewesen. Warst du das also? Ja. Warum ist er dann nicht hier? Er sagte... Mir egal, was er sagte. Bring ihn her. Der große Khan möchte seinen Bericht über dich hören. Dann wird sich wohl gleich herausstellen, ob du unsere Werte wahrhaftig vertrittst. Okay. Ja, dann... Ja, dann holen wir ihn mal. Ich bin gespannt. Interessant, finde ich's. Auf jeden Fall will ich mich zumindest jetzt noch nicht festlegen. Natürlich müssen wir erstmal diese ganzen anderen Gilden etc. durchgehen. Bumm. Zeig mir wie... Klar. Ah, Intelligenz 55. Nee, warte mal. Sind schon Stufe 2, ne? Ich check grad gar nichts mehr. Warte mal kurz. Wir sind schon Jäger Stufe 2. Genau. Ist das kompliziert?
Die Stimme Kahns schickt mich. Damit habe ich bereits gerechnet. Was genau möchte sie von mir? Du sollst zu Kahn gehen und über mich berichten. Alles klar. Ich werde sofort zu ihm gehen. Ich komme mit. Ich lauf schon mal vor. Kommst du? Ja, so ein bisschen schneller bitte. Ich habe Termine. Ich muss noch zu den Outlaws, zu den Klerikern, zu den Alps. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss halt noch ein paar Folgen hier machen. Sonst so, Vlad? Vlad, du bist eigentlich eine geile Sau. Ich mag dich. Ich weiß nicht warum, aber du bist ganz in Ordnung. Mit dir? Tu mal was. Was eine kluge Idee war? Du weißt, warum ich dich sprechen wollte. Ihr wollt wissen, ob der Fremde meinen Test bestanden und eurer Aufgabe würdig ist? Ja. Ich habe ihn vor eine Situation gestellt, in der er mich dabei gesehen hat, wie ich etwas aus der Grotte schmuggeln wollte. Er hat es mir durchgehen lassen. Ich hätte auch erwartet, dass er Anstalten macht, es zu melden oder zumindest kritisch nachzufragen. Nichts davon hat er getan. Das spricht eher gegen ihn. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auf unserer Reise einen Deserteur namens Ilgur getroffen. Er hat sich nicht eingemischt und mich ihn nach dem Recht der Morkons richten lassen. Ich hätte nicht gedacht, dass er das tut. Deine Art, ihn zu prüfen, war richtig. Und seine Reaktion darauf hilft mir, sein Wesen zu verstehen. Dennoch interessiert mich deine ganz persönliche Meinung. Sag mir, was du über ihn denkst. Ist er bereit, meine Aufgabe zu übernehmen? Im Großen und Ganzen, nein. Ich denke nicht. Ich verstehe, was ihr in ihm seht. Aber reinen Gewissens kann ich ihn nicht empfehlen. Lasst ihn seinen Willen, die Werte der Morkons zu achten, mit Elixit aufwiegen. Dann wird sich zeigen, ob er unser Vertrauen wirklich möchte oder nicht. Danke für deinen Rat, Vlad. Ravak segne dich. Ravak segne euch, Meister. Fick dich, das war ein Test. Du hast es gehört. Vlad hat sich gegen dich ausgesprochen. Der große Kahn ist sehr enttäuscht darüber. Möchtest du beweisen, dass du wahrhaft unsere Lebensweise respektierst, wirst du etwas dafür machen müssen. Was muss ich tun, um mich zu beweisen? Wie Vlad bereits dem großen Kahn vorgeschlagen hat, wäre ein Geschenk an die Morkons Beweis genug. Wenn du keine anderen Beweise für deinen Respekt vorbringen kannst, ist dies die einzige Möglichkeit. Ich möchte... Was hast du vorzubringen? Och, das ist ja voll easy. Ich speichere nochmal. Ich habe jetzt irgendwie Angst, dass ich den Morkons beitrete. Kannst wieder aufstehen. Gibt es auch etwas anderes, was ich tun kann, als euch zu bezahlen? Du kannst auch mit Blut bezahlen, wenn dies dein Wunsch ist. Beweise dich in unserer Arena. Ein Kampf um dein Leben wird beweisen, ob du bereit bist, dein Leben für uns aufs Spiel zu setzen. Geh dazu zu Attila. Wenn du ihn überlebst, wird der große Kahn... Oh, nee. Ich bin kein guter Kämpfer. Ich biete euch dieses Geschenk als Beweis an. Das ist eine stattliche Menge. Ich denke, das zeigt eindeutig, dass du uns respektierst. Was ein Schwachsinn. Welcher gesund denkende Mensch würde sonst so viel bezahlen, nur für unsere Gunst? Kahn wird mit dir sprechen wollen. Geh zu ihm. Okay, was geht jetzt ab? Deine Stimme schickt mich. Ich habe meinen Respekt eurer Kultur gegenüber bewiesen. Ich mach's einfach mal. Deine Stimme schickt mich. Ich habe meinen Respekt eurer Kultur gegenüber bewiesen. Ich akzeptiere die Entscheidung meiner Stimme. Möglicherweise ist der Tag gekommen, an dem ich endlich jemanden gefunden habe,
der meiner Aufgabe würdig ist. Hast du noch Fragen, bevor wir gehen? Du erwähntest eine Aufgabe. Erzählst du mir jetzt, worum es geht? Du weißt doch bestimmt einiges über die Morgons. Kannst du mir etwas über eure Geschichte erzählen? Ich will mich euch anschließen. Nö. Du erwähntest eine Aufgabe. Erzählst du mir jetzt, worum es geht? Gedulde dich noch einen Augenblick. Es ist fast soweit. Sobald du keine Fragen mehr hast, werde ich dich in Ravaks Dom bringen. Dort wird dir alles erklärt. Du weißt doch bestimmt einiges über die Morkons. Kannst du mir etwas über eure Geschichte erzählen? Die alten Überlieferungen sprechen von einer Zeit vor dem Meteoriten. Sie war dunkel und voller Schrecken. Als der Meteorit kam, flohen unsere Vorfahren hierhin. Als die Asche fiel und die Menschen sich wegen Rohstoffen zu ermorden begannen, schlossen sie sich ein. Mehrere Generationen hinweg waren wir hier unten. Der Stillstand sorgte dafür, dass wir überlebten. Nichts durfte sich ändern. Die Rationen waren gleich. Die Anzahl der Bewohner blieb unverändert. Dieser Stillstand war das Einzige, das uns vom sicheren Tod trennte. Aber dieser Stillstand ist jetzt gefährdet. Die Abwerber öffneten die Tore. Ich befürchte das Schlimmste für die Morgons. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Dann habe ich jetzt eine letzte Aufgabe für dich. Um was es sich handelt, siehst du gleich. Ich bringe dich in Ravaks Dom. Folge mir. Alter, ich bin gespannt. Ich erfülle alle deine Aufgaben, aber anschließen will ich mich denn nicht. Warte hier. Was ist los? Ich möchte ein paar Worte mit Asmir wechseln. Wir gehen gleich weiter. Asmir? Ja, Herr? Ich bin auf meinem Weg in Ravaks Dom. Ist es also soweit? Ja, ich habe jemanden gefunden. Alle meine Sinne sagen mir, er ist der Richtige. Dann will ich euch nicht länger aufhalten. Möge Ravak dich in seinem Stillstand begrüßen. Auch dich, mein Freund. Muss ich dich jetzt töten? Lass uns weitergehen. Ich. Keine Fragen. Diesen Weg gehen wir in Stille. Warum? Bitte, nicht reden. Ich muss mich auf das Kommende vorbereiten. Geduld. Nur noch die Stufen hinab. Und wir sind da. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich den töten muss und seinen Platz einnehmen muss. Ich weiß nicht warum. Irgendwas total Bescheuertes passiert jetzt. Wo ich nicht drauf vorbereitet bin. Oh je. Das Gefühl, wir wären ein Morkon. Viel zu früh. Viel zu früh. What the fuck? Dort steht Bahadur. Ich will, dass du mit ihm redest. Er wird dir alles erklären. Meine Worte neigen sich dem Ende zu. Ich werde auf deine Entscheidung warten. Ich hoffe, sie ist weise. Mal schauen. Moin, Alter. Ich sehe, du kommst mit Khan. Auch wenn ich es bedenklich finde, er wird seine Gründe haben, warum er ausgerechnet einen Fremden für diese Aufgabe auserwählt hat. Bevor es losgeht, sag mir, ist es dein Wunsch, in unsere Reihen einzutreten? Ein Wahrer des Stillstands zu werden, Ravak zu huldigen und den Weg der Morkons zu gehen?
Ich muss noch darüber nachdenken. Dass du Khan hierher begleitet hast, bedeutet, dass er dich als würdigen Nachfolger sieht. Ich akzeptiere dein Zögern. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Grund deines Besuchs in Ravaks Dom. Nun erzähl mir, was hat Khan dir bereits gesagt? Weißt du, warum du hier bist? Nein, er hat kein Wort darüber verloren. Ich hätte es mir denken können. Ein Mann weniger Worte. Dann liegt es wohl an mir, dir die frohe Botschaft zu verkünden. Khan hat dich auserwählt. Auserwählt, sein Leben zu nehmen. Wie bitte was? Seid ihr bescheuert? Schon als ich dich gesehen habe, war ich voller Zweifel. Deine Reaktion lässt mein Misstrauen nicht geringer werden. Aber es ist Khans Entscheidung, wer sein Henker sein soll. Und seine Wahl fiel auf dich. So wie Khan eine Wahl hatte, hast auch du eine. Möchtest du diese Ehre annehmen, die Khan dir zuteil werden lässt? Was geht hier ab? Warum will er sterben? Warum fiel seine Wahl auf mich? Warum will er sterben? Die Gründe können mannigfaltig sein. Es gibt kaum eine größere Ehre im Leben, als eben dieses, dem Wohl des Stillstandes zu opfern. Seine körperliche Hülle abzulegen, um in Ravaks Armen wiedergeboren zu werden, ist das höchste Ziel eines jeden Morkons. Khan hat beschlossen, seine Zeit selbst zu bestimmen. Das ist äußerst ungewöhnlich und ehrenhaft zugleich. Warum fiel seine Wahl auf mich? Er wird etwas in dir sehen, was er bei anderen zu vermissen scheint. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber den wahren Grund kennt nur er selbst. Wenn er es dir bis jetzt noch nicht gesagt hat, wird er dieses Wissen wohl mit zu Ravak nehmen. Ist das die einzige Möglichkeit, euch beizutreten? Du kennst das Prinzip des Stillstandes. Wenn wir einen neuen Menschen als vollwertiges Mitglied bei uns aufnehmen, muss zuerst ein Platz frei werden. Dies zählt natürlich nicht für das ganze Gesindel, das die Abwerber in die Grotte bringen. Wenn du ein echter Morkon werden willst, ist dies der einzige Weg. Ich soll seinen Platz einnehmen? Wenn dies dein Wunsch ist. Als Henker Khans hast du das Vorrecht auf seinen Platz. Natürlich wirst du weder seinen Rang noch seinen Respekt besitzen. Den wirst du dir verdienen müssen. Aber dir wird die Ehre zuteil, seine Pflichten übernehmen zu dürfen. Ich habe mich entschieden. Ich lehne ab, Khan zu töten. Er wird sich jemand anderen suchen müssen. Also, ich glaube nicht, dass ich mich den Morkons überhaupt irgendwann anschließen will. Aber ich will auch tatsächlich jetzt noch nicht die Entscheidung treffen wollen. Versteht ihr, was ich meine? Aber die chillen ja jetzt noch, ne? Ich kann jetzt wieder hier so reingehen und dann, ich habe mich entschieden. Wisst ihr was? Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Kunst beitreten. Jo, Morkons beitreten. Ciao. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Und ich hau hier einfach erstmal wieder ab und geh so irgendwo anders hin. Also, die Morkons sind, ich finde diese
So an sich mit dieser, wo die so leben, in dieser Höhle und so. Und so die Rüstung finde ich eigentlich auch ganz in Ordnung. Finde jetzt nicht so mega krass geil. Aber halt mit dieser Religion und diesen Gesetzen und so, finde ich schwierig. Bin ich ehrlich, finde ich schwierig. Es ist nicht so diese Religion und so, ich bin ja immer so, was Religion und so angeht, das ist nicht so meine Welt. Und wir müssen hier, wir müssen da und Morkom, Dingster, Bumster und hast du nicht gesehen, das ist nicht so meins, bin ich ehrlich. Ich behalte mir die erstmal im Hintergrund. Wie hieß denn der Typ nochmal, warte mal. Falls ich mich doch nochmal irgendwie entscheiden sollte, mich den Morkons beitreten zu wollen, dann möchte ich einmal kurz... Warte, wo war die Tante hier? Da, ne? Bum, bum. Genau. Ich mach mal kurz ein Post-it fertig. Wie hieß die nochmal? Ivanka. Morkonswurf. So, den klebe ich mir hier am Rechner hin oder auf die Tastatur, damit ich das nicht vergesse. Versteht ihr mich? Damit ich das nicht vergesse in 50 Folgen, falls ich mich den Morkons anschließen will. So. Haben wir gemacht. Gut, dann kann ich ruhigen Gewissens mich schon mal den Morkons anschließen. Nice. So. Das ist so ein ekliges Spinnending. Ich würde dann hier erstmal ein Folgenpäuschen machen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Bis denne. Tschüss.